Kuckuck. Die ersten Tage in Salieris Bar lief nicht viel. Kisten schleppen, Nachrichten überbringen. Die Jungs erzählten Geschichten aus der Heimat. Meist warteten wir einfach. Ich dachte schon, das Leben in Salieris Truppe wäre ziemlich ungefährlich. Was wusste ich schon? Du, Tommy? Los, ja. Du hast noch was auf Lager. Der Boss wartet auf dich. Danke. Ja, dann mal schnell, wenn der Boss wartet. Ach, hätten wir nach oben gehen können. Hier ist er. Bin spät dran. Nimm Platz. Es ist Zahltag, Jungs. Tommy, du fährst. Pauli und Sam kümmern sich um den Rest. Alles Routine. Nur ein paar Stopps heute. Das Motel hat letzten Monat zu wenig abgedrückt. Stellt sicher, dass sie ihre Zinsen zahlen. Dein Problem, Boss. Vergreift euch an niemandem, wenn es auch anders geht. Unsere Kunden müssen verstehen, dass unsere Dienste wertvoll sind. Sie müssen in euch, den heiligen Michael, sehen. Und glauben, dass ihr sie beschützt. Morello kann ruhig Beine brechen. Wir sind so gut dafür. Aber die Rechnung muss trotzdem jeder zahlen. Wir kriegen das hin. Hol dir bei Ralph hier ein Auto. Okay, Boss. Vinny richtet aus, dass er was für dich hat, Tom. Geh zuerst zu ihm. Jo, machen wir. Wahrscheinlich nur ein Märchen über einen Kerl, den er vor 20 Jahren erledigt hat. Hey, da ist er ja. Das hier. Dachte gleich an dich. Schon mal geschossen? Auf dem Jahrmarkt am Schießstand. Verstehe. Das zählt nicht. Visier das Ziel da drüben an. Gute Haltung. Richtig fies. Jetzt klick, klick, klick. Peng. Gehirn an der Wand. Okay, jetzt das Nachladen. Okay, Trommel öffnen und los geht's. Gut, eins noch. Versteck sie. Steck sie in den Gürtel. Fertig. Wenn die Schießerei losgeht, geh in Deckung und scheiß dich nicht ein. Danke, Vincenzo. Weiß ich zu schätzen. Hey, für Frank und den Boss bin ich Vincenzo. Für dich, Vinny. Oh, danke, Vinny. So, aber wir müssen erstmal hier so ein bisschen Ducky-Ducky machen. Ah, alles den Bach runtergegangen. Wichtigste, was man braucht. Panzerband. Das gab's schon damals, ja, unglaublich. Lost Heaven beherrscht haben. Gab's das wirklich? Und der Geigenkasten. Ach, der ist ja mal cool. Hey, kann ich den Geigenkasten haben? Frank schickt dich also zum Abkassieren. Leuten Angst machen. Zu jeder Tages- und Nachtzeit weiß er, wie viel uns die ganze verdammte Stadt schuldet. Steht alles in seinem Buch. Ja, bei Frank im Buch steht also... Er schreibt alles auf. Danke, Frank. Ihr müsst heute vorsichtig sein. Alfie, wo bist du? Morello ist immer noch wegen der Autos. Also ja. Schön geputzt. Weißt du, wie du in so einen reinkommst, Tommy? Bitte im Ellbogen. Reingreifen. Simpel. Und ich muss dann das Fenster wieder reparieren. Sieh zu. Und... lerne. Du bist ein richtiger Magier, Ralphie. Hm. Komm schon, Tommy. Zeig mir, was du drauf hast. Okay, du bist drin. Geschafft. Ja. Viel Spaß heute, Kumpels. Auf geht's. Zuerst zu Al. Ihm gehört die Bäckerei in der Longman Street. Kennst du sie? Ja, kenn ich. Ist Al wieder im Verzug? Scheint so. Puh, schade.
muss ich ja sagen. Also die, ja, so richtig schön authentisch. So wie früher alles hätte sein gewesen können. Ich denke mal, da steht ein Schild. Da muss doch Gas geben. Na, rasseln sie nicht? Wunderbar. Okay, da wären wir. Sieh uns heute genau zu, Tom. Wenn alles glatt läuft, ist es ein Kinderspiel. Aber wenn nicht, muss man manchmal improvisieren. Klar. Mach's mir einfach nach. Sam, Polly, wie geht's? Gut, danke. Und klein Julia? Ha! Nicht mehr so klein. Hinten da. Sehr geehrter Mr. Bertonelli. Mit diesem Brief weise ich darauf hin, dass Sie sich mit den Zahlungen für Ihr vereinbarten Kredit im Rückstand befinden. Alter. Dieser Betrag ist seit dem 15. Juli 30 fällig. Sie haben Ihre Zahlungsaufforderung ignoriert. Sollte ich den vollständigen Betrag nicht innerhalb von 2 Wochen erhalten, bleibt mir keine Wahl, als die Bank anzuweisen, den Zwangsvollstreckung für Ihr Haus und Geschäft einzuleiten. Vorgang. Handeln Sie bitte dementsprechend. Christoph Marcino, Direktor Grand Imperial Bank. So, wir müssen den Leuten jetzt die Kohle abnehmen und nehmen denen die Existenz. Dann schneiden wir uns doch selber ins Bein. Ist doch so. Wenn die nicht mehr das Geschäft haben, wenn der alles abgeben muss, dann fehlt das Geschäft. Naja gut, das nimmt dann ein anderer. Finde ich nicht. Würde dann, ja, müsste man geschickter behandeln. Sie wird eine richtige Nervensäge wie ihre Großmutter. Gut zu hören, Al. Wirklich gut. Also, hast du hier irgendwelche Probleme? Machen Penner Ärger? Nein, nein, nichts in der Art. Gut, hast du also das Geld? Ich hab's im Hinterzimmer. Ich werde... Tommy Holz, du bleibst, wo ich dich sehe. Ich hatte einen schwachen Monat, Sam. Hab mir Sorgen gemacht, ich hätte nicht genug. Al, ich weiß, du würdest uns nie hinhalten. Aber mach dir ruhig Sorgen. Wie sollen wir dich und die kleine Julia ohne Geld beschützen? Wo ist das Geld? Infami, fitusi, voi ci succhiate il sangue. Es ist auf dem Tisch. Was? Ich verstehe kein Wort. Also, dann nehmen wir das. Via di qui. Ich hab's. Lasciateci in pace. Ja, ich gehe ja schon. Ich hab's. Wir sehen uns nächsten Monat, Al. Gib Bescheid, wenn du was brauchst. Egal was. Mach ich, Sam. Mach ich. Bestimmt. Und grüß deine Mutter von mir. Ja? Ja, einen, den wir nächsten Monat nicht abkassieren werden. Ach, Scheiße. Gefällt mir nicht. Das macht keinen Spaß. Es fühlt sich nicht gut an. Muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, als nächstes fahren wir zu Eugene, Porzellanladen auf der Tallow. Ist er noch nicht tot? Fast. Hab gehört, sein Neffe hat übernommen. Der Typ, dem der nächste Laden gehört hat, Tom, der heißt nicht Eugene. Das ist ein Chinese. Aber er klingt wie Eugene, also haben wir ihn so genannt. Pauli hat seinen Schädel auf die Theke geknallt. 1927, glaube ich. Ja, war zum Schreien. Danach gab's nie wieder Probleme. Wenn wir unsere Runden drehen, bauen wir keine Unfälle. Haben wir uns so angewöhnt. Wenn du genau hinsiehst, siehst du noch das Blut. Der arme Kerl hat es nicht weggekriegt.
Ja, die Idee, einen Koffer hinten drauf zu packen, als Kofferraum, ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Kann man immer was transportieren. Besser als nichts zu haben. Wir sind da. Ah, hier. Hoppala. Ich kümmere mich drum, Sam. Bist du sicher? Ich bin sicher. Toni meinte, ich hätte zu tief ins Glas geschaut, aber der Schlüssel hat keine Ahnung. Er kümmert sich allein um den Laden? Ah, wenn Polly geladen ist, muss er allein etwas Dampf ablassen. Man muss ihn einfach machen lassen. So ist er eben. Manchmal hört man es in seiner Stimme. Dann muss er den einsamen Wolf geben. Hält ihn glücklich. Oh, oh. Hört ihr das? Ja, Eugenes Neffe hat gerade nicht viel Spaß. Dann gibt es kein Halten für Polly. Wir haben mal einen Schneider in Holbrook in die Mangel genommen. Der sitzt jetzt im Rollstuhl. Oh. Ja, toll. Und jetzt? Habt ihr viel bei gewonnen. Gibt noch keine elektrischen Nähmaschinen. Oh, der Shepard. Ist gut, Pauli. Es reicht. Da kommt er. Er arbeitet schnell. Fahr, bevor die Bullen kommen. Wir fahren zu Bill ins Motel. Wir haben das Geld von Eugenes Neffen nächste Woche. Plus Bonus. Geht es ihm gut? Es geht ihm gut. Und die Ladentheke? Ja, hat ein bisschen Sauerei abbekommen. Viel Sauerei? Ja, kriegt er schon weg. Sobald er wieder stehen kann. Willst du wieder mit uns los, Tom? Dann gibt's noch mehr Geschichten über chinesische Neffen, die ihr eigenes Blut von Ladentheken schrubben. Ja, sieht nicht so kompliziert aus. Nicht kompliziert? Wie meinst du nicht kompliziert? Weiß nicht. Scheint euch Kerlen zu liegen. Könnte mir also auch liegen. Also könnte das jeder machen. Pauli und ich machen das hier schon seit Jahren. Dann kommst du und denkst, du weißt schon alles? Das meine ich. Hallo? Wir brauchen sofort Hilfe. Alle Meldungen zufolge fährt jemand in... Die Cops haben uns bemerkt, Tom! Egal, ich fahr wie ein Irrer. Sofort! Hör nicht so rum. Okay. Anscheinend sind wir sie los. Das meine ich nicht, Sam. Das ist dein erster Tag, Kumpel. Du weißt noch nicht, was wir machen oder wie wir es machen. Sam, vielleicht solltest du... Nein, Pauli. Dieser Penner glaubt, er kann den großen Mann markieren? Typen wie ihn mache ich fertig. Ich glaube, du solltest dich entschuldigen, Tom. Entschuldigen, hä? Würde ich ja, wenn du dein beschissenes Grinsen besser verstecken könntest. Du hast ihn gekriegt, Sam! Du hast ihn! Ich konnte deine volle Hose von Weitem riechen. Nee, konntest du nicht. Bei Little Tonys erster Runde mit uns habe ich ihn klein gekriegt, bevor er mich durchschauen konnte. Ja, du hast dich besser geschlagen. Die Drecksäcke. Gott, ich hasse es hier draußen. Du hast es doch überall. Ja, aber hier, das ist schlimmer. Warum ist so ein abgelegener Laden auf unserer Liste? Bei jedem Unfall bringst du den kleinen Ralphie zum Weinen. Warum ist so ein abgelegener Laden auf unserer Liste? Hier draußen ist der sicherste Ort für Geschäfte. Kartenspiele, für fast alles, was wir machen. Wir erwarten heute einen Haufen Kohle. Der Kerl schuldet uns viel. Wenn er es nicht hat, wird der Boss sauer. Ja, der Laden verdient gut. Oft scheffeln die Läden die meiste Kohle, von denen die meisten Leute das gar nicht erwarten. Das Motel hat seit kurzem eine neue Einnahmequelle. Letzter Stop for Lost Heaven für Rum aus Kuba. Die fahren damit so weit? Natürlich. Und deshalb können wir so viel Geld dafür nehmen. Bills Motel ist zum Umschlagplatz für das Zeug geworden. Salieri bewacht es, aber er lässt es auch die anderen Familien benutzen. Sogar Morello? Des Friedens willen? Klar. Und es ist so weit draußen, dass es niemanden juckt. Solange alle ihren Schnitt machen, rüttelt niemand daran. Ach,
Vermisst noch irgendjemand den Anblick der Straßen und Gehsteige? Ist das ist dieses Hotel, natürlich, klar. Der macht gar nichts. Drinnen, draußen, in der Stadt, außerhalb der Stadt. Ich hasse es. Als würden wir auf einem Feld Fusel handeln oder sowas. Man steckt immer knietief in der Scheiße. Und meistens ist es verdammt kalt und dunkel. Gut, dass wir dich jetzt haben, Tom. Du kannst alles erledigen, was Pauli hasst. Zu euren Diensten. Okay, wir sind da. Ja, natürlich, endlich. Genau. Es wird lustig. Warte hier auf uns, Tom. Wir sind gleich zurück. Okay. Jo, kein Problem. Tommy, ich hab was. Oh mein Gott, Pauli! Sag Salieri, der Laden gehört ab sofort uns. Capisch? Komm bloß nicht zurück. Sonst geht's dir noch schlechter als deinen Freunden. Wo ist Sam? Sie wollen Informationen aus ihm rausprügeln. Du brauchst einen Arzt. Das kann warten. Hol Sam da raus. Okay. Okay, warte hier. Das mit der anschließenden Verfolgungsjagd? Ich glaube schon. Ich glaube. Wer hat die Autos zerstört? Ich will einen Namen. Ja, bleib unten. Ich glaube schon. Ach, das weiß ich. Ja, ich muss einmal oder viermal das Stück. Das ist. Nichts zu tun. Alles ruhig. Ah, du geh doch da hoch. Komm, komm. War wohl eine harte Nacht gestern. Ich weiß echt nicht mehr. Weg. Du kannst nichts einstecken. Ich werde dich los. Mann. Ach nee! Ist doch nicht wahr! Keine Chance, geht nichts mehr. Ich kann nichts machen. Wenn die direkt ein Voreinstehen, kann man nichts mehr machen. Ach, das ist so zum Kotzen. Echt? Naja, machen wir es halt nochmal. Ich sag doch, die Steuerung ist so schlimm. Er schlägt zu und du kannst nichts machen. Du kannst nicht schießen, nichts. Jetzt hat er die Knarre wenigstens schon in der Hand. Wer hat die Autos zerstört? Ich will einen Namen. Bleib unten. Ach, nichts zu tun. Thank you.
Die Tasten sind auch so scheiße gelegt, dass man... Ich brauche keine Munition. Ich habe bis jetzt noch keine verbraucht. Schießen kommen wir aber nicht hin, ne? Hi? Ja. Fuck. Jetzt kommt's drauf an. Muss mich beweisen. Nur noch ein paar Stunden. Dann geht's. Nächstes Mal. Du hast hier nichts verloren. Schnappt ihn euch! Dich mache ich fertig. Okay. Mach doch. So. Was ist sowas? Hab ich dich jetzt! Da hast du aber krumme Beine gemacht. Okay. Guck mal erstmal rein. Hände hoch, Teppich. Leckerchen? Der Typ, der hier unten ist, hier reingekommen. Ist klar. So, was haben wir denn da? Für die Rückkehr zum Wohlstand, bla 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 bla. Vertrauenswürdiger Bürger, Industrie- und Werftbesitzer, vertrauenswürdig, ja. Arbeitgeber für Tausende, also ein Ausbeuter. Freund der Stadt, ja, ja, klar. Nur weil er gut schmieren kann. Wer gut schmiert, der gut fährt, oder wie heißt das? Geh mal da. Hier drüben. Mich kriegst du nicht. An. Hab keine Kugeln mehr, muss nachladen. Mach das. Ach, Körper auf. Scheibenkleister. Okay, das hätten wir. Müssen wir uns auch noch an mal nachladen. Sam, die haben dich wirklich in die Mangel genommen. Komm schon, du schaffst das. Du bist ein Zierhund. Ach, scheiße. Oh, das Tattoo. Oh, scheiße. Wer hat das Geld, Tom? Ich schnapp mir den Bastard. Schon unterwegs. Ja, genau, das war die Auto. Er ist okay, drin. Die Autoverfolgungsjagd. Oh, ich weiß noch, damals, ich habe 3-4 Anläufe gebraucht. Das war so schlimm, die Steuerung. Du hast es einfach nicht geschafft, auf der Straße zu bleiben. Wenn der irgendwo abgebogen ist.
Tommy! Was war das? Sehr gut. Jetzt bist du erledigt. Jetzt krieg ich ihn nicht mehr. Jetzt krieg ich ihn. Keine Chance. Ich werde extra langsam wartet. Okay. Kann ich nicht auf den schießen? Hallo? Da wurde mir der Preis klar, was es bedeutet, dazuzugehören. Ich hätte abhauen sollen. Aber ich wollte nicht zurück in mein altes Leben. Ja, dann. Der Preis ist heiß. Normaler Tagesauflauf. Ja, so normal ist das eigentlich gar nicht. Gut, danke fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Macht es gut. Bis zur nächsten Folge. Bye, bye.